Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y. In der letzten Folge hatten wir Galanto im Irrwald nach ihm gesucht und wir haben jetzt das Pokémon-Dorf gefunden, wo natürlich rausgeworfene Pokémon, also verlassene Pokémon, einfach ein Zufluchtsort ist, wo viele herzlose Trainer einfach ihr Pokémon aussetzen und die Pokémon sind zu schwach und zu viele starke Pokémon gibt es hier in dieser Route, weil sie keinen Platz mehr finden. Hat sich dann Galanto auf den Weg gemacht, aber jetzt haben wir ihn überredet, dass er jetzt mal in die Arena kommen soll, um uns den letzten Orden herzugeben. Lass uns jetzt anfangen. Genug geplappert. Los geht's. In der Fractalia Arena. So kreativ sieht es aber eher nicht aus, aber man sieht schon hier richtiges Gefrier. Bach. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ, wie geht's dir stets? Wie dir schon sicher aufgefallen sein dürfte, herrscht hier in der Fractalia Arena der Typ Eis vor. Aber du hast ja bereits den 7 Orden. Auf Tipps von mir bist du wohl kaum angewiesen. Los jetzt, zeig der Welt, aus welchem Holz der zukünftige Champ geschnitzt ist. Jawohl. Wir wissen ja bereits, wir haben ja Dragano in unserem Team. Also wenn wir jetzt mal alle Trainer hier fertig machen, das ist ja klar. Damit wir endlich einmal vorankommen können. Weil ich glaube, Dragano wird jetzt alles, wird alles richtig wegschmelzen. Scanner hat er sicher, oder war das irgendetwas? Ich weiß nicht, was das sein soll. Okay, das ist Wasser- und Eistyp. Aber trotzdem hat es weggefetzt. Also wir sind jetzt sehr gut gelevelt. Also da haben wir jetzt dann weniger Probleme. Mit Lucario könnten wir auch gegen Galanto kämpfen. Weil das sowieso jetzt weniger Probleme darstellt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal den Schalter hier betätigen. Der dreht jetzt einmal den Rand um für uns. Und ja, anscheinend ist es so gemacht, dass wir jetzt jeden einzelnen Trainer jetzt mal der Reihe nach erledigen werden. Damit wir dann endlich vorankommen können. Aber ist sehr kreativ, finde ich schon die 8. Arena. Aber die 7. Arena war für mich mein Highlight. Ich weiß, Valeries Arena war ja sowieso ähnlich mit Sabrinas Arena in der Kanto-Region in Saffronia. Auch mit diesem Teleporter-Rätsel. Dragano schmilzt das Eis wie geschnitten Brot. Sozusagen. Naja, das hat jetzt ja nichts gebracht. So, dann muss ich jetzt mal wieder mal hin und her wieder schalten. Ja, das ist wieder mal so eine Hin- und Her-Spielerei hier. Nope. Oh Mann, dauert ewig, bis wir das endlich richtig haben. Ja, bingo. So, jetzt haben wir noch die letzten zwei.
Gut, die ganzen Trainerdialoge brauche ich ja eh nicht lesen, weil es so wenig zu bedeuten hat. Phygometria, ein Pokémon aus der 5. Gen. Und ich freue mich schon selbst auf den 5. Gen Remake, falls sie das wirklich machen würden. Aber in diesem Jahr wird es wahrscheinlich jetzt keine neue Gen geben, weil wir wissen ja selbst, die DLCs von Kamezin und Purpur stehen jetzt bald vor der Tür. Sehr, sehr bald vor der Tür. Also ich kann mir darin ahnen, dass es höchstwahrscheinlich erst mit der nächsten Gen oder wahrscheinlich eine Remake anscheinend 2024 dann bekommen werden mit der neuen Konsole. Wer weiß, ob eine Switch 2 kommen wird oder Switch Pro, whatever. Und ich glaube, ich supporte jetzt irgendwie die nächste Switch. Ob eine neue Switch kommen wird, gar nicht mehr. Weil, wenn jetzt aber doch eine neue Konsole kommen wird von Nintendo, also eine Hybrid-Konsole wie die Switch, dann kein Problem. Werde ich es natürlich unterstützen, ja. Aber wenn es jetzt immer nur Gerüchte gibt oder Leaks gibt und irgendwelche Dinge, ich stehe nicht auf Leaks, ohne Scheiß. Ich weiß nicht wieso, aber die Leaks ruinieren total den Hype manchmal. Aber ich weiß nicht wieso muss man dann hier dann die gelben Schalter hier betätigen, aber ich glaube der grüne Schalter ist irgendwie mehr bevorzugt hier. Also Berio ist ja sowieso jetzt locker zu besiegen. Latvino wird auch wieder geröstet oder geschmolzen, eher gesagt. Nicht geröstet, sondern eher geschmolzen. So. Okay. Okay, das erklärt alles. Wo ich denke, den blauen Schalter hier nutzen muss. Den gelben Schalter hier nutzen muss. Damit ich endlich mal hier rüber kommen kann, damit diese Brücke hier gebaut werden kann. So, dann wollen wir mal jetzt umdrehen. Damit sich dann hier in der Mitte dann eine Brücke bildet. Ja. Oder nee, nicht genau. Bingo. So, damit haben wir jetzt alle Trainer jetzt mal hinter uns gebracht. Jetzt steht nur noch der Kampf zwischen mir und Wulfric nur noch vor uns. So. Bevor wir das tun, mal schnell die Aether auffüllen für Flammenwurf, damit wir dann endlich durchboosten können und unseren 8. Arena-Orden entgegennehmen können. Und hoffentlich sind wir Galanto gewachsen. Es ist, du weißt schon, hart, aber eben auch zerbrechlich. Es ist ein bisschen wie beim Kämpfen. Ob du meine, du weißt schon, meine Diverse brechen kannst, hängt ganz davon ab, in welchem Pokémon und Attacken du angreifst. Aber genug geredet. Jetzt wird, du weißt schon, gekämpft. Och, Klatscher. Ja, dann geht's mal los gegen Galanto. Mal sehen, ob wir wirklich gut gewachsen sind mit seinen Pokémon. Und natürlich ist es auch jetzt nochmal Hagelalarm, weil Rexblizards Fähigkeit hat jetzt aktiviert. Wir starten jetzt mal mit der Mega-Entwicklung.
So, der Hagel hat jetzt mal nachgelassen. Figometri. Aber so wie es aussieht, haben wir jetzt dann weniger Probleme, weil wir sind jetzt schon stark overleveled. Also da hat sich das Training jetzt mal eher doch gelohnt an der Frosthöhle früher. Aber Dragano scheint wohl jetzt kein Problem zu haben. Jetzt kommt sein letztes Pokémon, Aktilas. Der aber jetzt ziemlich schnell down geht. Sehr gut gelevelt sind wir. Kann man nur sagen. Da haben wir jetzt unseren achten Orden Ratzfatz erreicht. Gut gekämpft. Das bringt selbst das kälteste, du weißt schon, das kälteste Eis zum Schmelzen. Also dein Team ist der, du weißt schon, Hit eben. Du kämpfst so voller Kraft und Leidenschaft, da hast du wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, da haben wir jetzt den Eisbergorden bekommen. Der Eisbergorden also ist so etwa wie, du weißt schon, ein Zeichen deiner Stärke. Mit ihm werden dich alle deine Pokémon respektieren und dir im Kampf immer folgen. Außerdem will ich dir noch etwas das hier geben. Das ist der Eisstrahl. Die hat die Genauigkeit von, du weißt schon, 100%. Nun nicht nur das, nicht oft, aber oft genug friert sie auch noch deinen Gegner ein. Ich hoffe, du hast heute eine wichtige Lektion gelernt. Hart zu sein macht dich stark, aber du weißt schon, leider auch sehr unflexibel. Wahre Kraft liegt in der, du weißt schon, Geschmeidigkeit. Hart, aber hart sozusagen. So fließend wie das Wasser, in Umständen anzupassen, ohne seine Natur zu verändern. Das ist die wahre Stärke. Naja, ich bin zu stur dafür und nicht sehr flexibel. Daher liebe ich Eis-Pokémon auch so. Sie passen nämlich perfekt zu mir. Na, was für eine Überraschung. Jetzt gibt es einen kleinen Umweg, der schneller vorangeht. So, jetzt werden wir runterschlittern. Und wir verabschieden jetzt von dieser Arena, denn unsere nächste Reise geht jetzt nun auf zur Kalos-Liga. Also jetzt kommt noch wer rüber. Ah, Galanto kommt noch extra nach, oder wie? Ah, jetzt nur dieser Typ da von vorne. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ, wie geht's dir stets? Herauszufinden zu wollen, wie stark man wirklich ist, nenne ich ein lobenswertes Bestreben. Für einen Trainer eignet sich die Pokémon-Liga ganz besonders gut als Masslatte. Jetzt, wo du alle, du weißt schon, alle Orden hast, heißt es ab in die Pokémon-Liga. Na, hör mir zu, Junge. Wie weit du es als Trainer bringst, hängt allein von dir ab, wie sehr du deinem Pokémon vertraust. Ja, ich vertraue an meine Pokémon hier in der Kalos-Region, denn wir haben schon sehr vieles hinter uns gebracht. Das heißt jetzt, wir müssen uns jetzt mal vorbereiten für die große Herausforderung in der Pokémon-Liga. Das heißt, die Endgame-Story hat jetzt nun begonnen, Leute. Aber das ist wirklich jetzt, dass das endgültige Endgame ist, das werden wir dann bald herausfinden. Hier gibt es auch Starterbälle hier. So. Wir haben wie viel Top-Genesung haben wir mit? Ich glaube, ich werde jetzt mal noch extra mehr mitnehmen. Top-Schutz können wir ruhig gebrauchen, falls es dann brenzlig wird. Ich glaube so um die 20 Stück. Hyperbälle können wir mal ruhig mehr mitnehmen.
Na bitte. Gut. Damit können wir jetzt wahrscheinlich noch einen Rivalenkampf noch haben mit Serena, weil wir haben schon lange Zeit jetzt nicht mehr von Serena mehr gehört. Das letzte Mal, dass wir ihn gekämpft haben, war natürlich in früheren Zeiten. Wir haben noch vor den Tore Fractalia City noch mit die drei gekämpft. Also mit Trovato, Tiano und Sana. Aber mit Serena haben wir noch nichts gehört. Vielleicht wartet sie dann direkt vor der Pokémon-Liga noch. Einen letzten Trainerkampf werden wir noch haben. Da ich mal zumindest, weil sonst wäre das schade. So, wir gehen jetzt mal zur Pokémon-Liga. Dieses Tor ist der Zugang zur Siegestraße. Nur Trainer mit dem Besitz aller 8 Arena-Orten wird hier Zugriff gewährt. Mal sehen, wie viele Orden du hast. 1, 2, 3, 4. Fantastisch, alle 8 Orden. Gut, dann lass mich mal überprüfen, ob du hältst, was du versprichst. Ja, der Wächter lässt uns erstmal durch. Wenn wir wirklich dafür gewachsen sind. Wenn wir wirklich dafür gewachsen sind, für die Arena, für die Pokémon-Liga. Das ist mal unerwartet, dass jetzt nochmal der Wächter hier von der Siegestraße uns herausfordert. Und dann los geht's. Raichu. Na, Raichu wird auch jetzt mal richtig geröstet. Ich glaube, vor der Pokémon-Liga wird sie uns herausfordern wahrscheinlich. Sie wird uns noch nachfolgen. Ach, Drachenpuls, shit. Naja, Volltreffer, aber trotzdem hat es überlebt. Das ist ja super. Jetzt kommt die Siedewasserattacke, das ist richtig krank. Ja, die Trainerkämpfe sind jetzt nicht so sehr easy, wie ich schon jetzt erwähnt hatte. Na bitte. Ihr seid für die Zukunft gewappnet. Streitet Sieg um Sieg voran. Ausgezeichnet. Lass mich bitte erneut sagen. Ausgezeichnet. Möge der Weg, den du mit deinem Pokémon beschreitest, mit Glück und Ruhm gepflastert sein. Die Musik ist schon mal legendär für eine Endgame-Route. Ich glaube, ich werde jetzt mal Sonderbon nutzen für Crazy Frog, weil er hat sowieso jetzt die niedrigste Sacheanzahl. So, jetzt wird es mal richtig ernst. Die Arena sieht, die Pokémon-Liga sieht jetzt hier schon ziemlich interessant aus. Hier die Siegestraße. Alle 8 Orden. Hier öffnet sich jetzt schon die Tür zur Siegestraße.
Ja, die Siegestraße. Erinnert mich ein bisschen an die Kanto-Region zur Pokémon-Liga. Ja. Wir werden jetzt den nächsten Part machen, Leute. Dann geht es dann direkt in die Siegestraße weiter zur Pokémon-Liga. Denn das Endgame, das Story, nähert sich schon. Aber das Let's Play wird wahrscheinlich noch lange nicht zu Ende sein. Denn wir werden noch das die Postgame-Story plus dazu ein paar Postgame-Sidequests machen, die noch zu tun sind, später. Aber mal sehen, aber was jetzt mit AZ geworden ist und mit den anderen, wissen wir derzeit noch nichts. Lysander haben wir jetzt schon, also eher gesagt, Flordelis haben wir jetzt nichts mehr gehört. Anscheinend ist er durch diesen Einsturz seines Verstecks ums Leben gekommen. Ja, ein toter Charakter ist immer ein toter Charakter. Aber was mit AZ geworden ist, wir werden es wahrscheinlich bald herausfinden. Wir sehen uns in der nächsten Folge, dann geht es dann direkt zur Pokémon-Liga durch die Siegestraße. Also, bis zum nächsten Mal. Falls euch der Part gefallen hat, Like da lassen, Abo und die Glocke aktivieren, nicht zu vergessen, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, euer Red Pokétendo. Ciao!